Guten Morgen. Heute melde ich mich mal aus Ilsenburg. Heute gehe ich mit meinem Wanderfreund Bernd eine Runde Plessenburg, Ferdinandstein, Wolfsklippe, Schmidt-Denkmal. Ja. Bernd kommt aus Würzburg, Bernd ist Stempler. Und da drehe ich mal mit ihm eine Stempelrunde. Die Sonne liegt da schön drauf, aber auch hier siehst du ja alles kaputt. War das nicht Endzeitstimmung? Ja. Jo, wir sind gleich. Vielleicht kannst du dir den ersten Stempel ins Heft hauen. Ne? Ja. Und da oben geht der Iselstieg lang. Ein sehr schöner Weg. Aber wenn man unten von Ilsenburg kommt, kann man da leider nicht gehen. Wenn man jetzt hier zurückgeht, kann man zum Schloss gehen. Natürlich gehen wir über die Paternosterklippe. Das ist einfach ein Muss, weil von da hat man eine richtig schöne Sicht auf den Brocken. Muss man einfach so, der Bernd wird seinen ersten Stempel ins Heft hauen. So, ich gehe dann schon mal auf die Klippe rauf, ne? Klippen sind immer ein Muss. Dafür geht man ja schließlich wandern. Da brauche ich ja nichts zu erzählen. Das sind alle Bäume weg da hinten, wie ich jetzt gerade sehe. Man hat sogar hier vom Ilsenstein jetzt einen Blick auf den Brocken. Das ist doch der Wahnsinn. Herrlich. Und hier konnte man früher auch nicht sehen, das ist die Paternosterklippe. Da gehen wir gleich vorbei. Das ist ja wohl ein herrliches Bild. Da drüben am Hang gehen wir lang. Hier sieht man, wie alles abgeholzt, alles kaputt. Ich bin schon da. Geh mal dahin und dann noch einen Schritt nach rechts. Muss ich auch hinsetzen so? Bisschen unglücklich, aber es geht. Gut. Hessen, Homburg. IVV ist das so Volkswandern. So. Habe ich ihn.
wirklich ein Wanderführer. Den wir haben. Porter. Wir müssen hier hoch, Bernd. Ja, schon eine Weile her, dass ich hier an der Plessenburg war. Die Dampflok. Ja, wir gehen jetzt über den Schindelstieg zum Ferdinandstein. Ja, die schmeckt, die riecht. Herrlich. Guck mal, bis zum Brockenbett ist er auch nicht weit. 4,8 Kilometer. Den könnten wir uns ja auch noch holen, den Stempel da oben. Zumindest du. Ach, den hast du schon, ne? Welche Nummer? Muss ich gucken. Nummer 9, am Brocken oben. Auf dem Brocken? Ja. Da bin ich ja selber. Den habe ich ja, ich glaube, 5-mal auf der Maschine gehabt. Ja, wir haben jetzt noch ein paar Meter bis zum Ferdinandstein. Ist nicht mehr so weit. Kann man schon hingucken. Da ist er. So, dann gucken wir noch mal auf die andere Seite zum Gedenkstein. Ja. Hier schoss Oberförster Pudlich im März 1798 einen Wolf. Ja. Heute würde er mächtig Ärger bekommen. Ja, ist so. Na, wir haben jetzt noch circa 700-800 Meter bis zur Wolfsklippe. Müssen gleich irgendwo links ab.
Mein Gott, hier ist ja auch alles kaputt. Da geht es jetzt links rein zur Wolfswarte oder Wolfsklippe. Ach, ich verwechsel das immer. Ist auch egal. Und, aber alles kaputt. Da sage ich doch, Bernd, Molkenhausstern 1,7 Kilometer. So. Und zum Stempelkasten sind es jetzt noch 300 Meter. Nee, das ist die Klippe. Zur Klippe hoch. Zur Klippe hoch sind es noch 300 Meter. Der Stempel steht hier gleich hier vorne. Sind keine 100 Meter mehr. Ja. So, auf geht's. Von der Wolfsklippe gehen wir jetzt zum Schmitz-Denkmal. Den nehmen wir noch mit. Und von da machen wir uns auf den Rückweg. Ist auch richtig. So, da ist eben gerade ein Riesenkeiler über den Weg gelaufen vor uns. Also ich habe ihn ganz genau gesehen. Von rechts kommend, und links wieder verschwindend. Richtig, genau. Wahnsinn. Einzelgänger. Wahrscheinlich werden wir noch die Spuren sehen. So. Unter Missachtung der Fahrtrichtung. Das sage ich dir. Aber einen Mindestabstand hat er gehalten. Ja, hatte glaube ich eine Maske auf. Vorhin habe ich Schmitz-Denkmal gesagt, ne? Ja. Das ist aber das Oberförster-Koch-Denkmal. Kiste. Bernd, ich würde sagen, wir machen hier eine Rast. Ja. Ne? Ach so. Muss ich nur nette ihr Brot essen? Ja, die Ärmste. Sitzt zu Hause und der Zeh schmerzt ihr. Ja. Hm? So, Pause zu Ende. Auf geht's zur Pissecke. Tja. So, wir sind am Pisseckenplatz hier, Leute. Hier. Also Pissecke ist bei mir wirklich was anderes. Und ein Pisseckenplatz, das ist ein Platz, wo ich, na gut, okay. Aber das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. So, und wir gehen jetzt weiter. Zur Plessenburg, 1,1 Kilometer und dann gehen wir runter ins Ilsetal und durch das Ilsetal zurück. Wir müssen ja auch noch durchs Ilsetal dann unten durch, ne? Otto! Ja, was denkst du denn? Steht doch Glattenesel. Da kommt unten noch mal eine Haltestelle mit dem Restaurant. Mhm. Der ist richtig geil. Jetzt gehen wir durch schöne Ilsetal.
schwer mit den Hunden. Das war jetzt der vierte, dritte. Verstehe nicht, kein Hund an der Leine. Also sowas. 240 Euro pro Hund. Ja. So, das war jetzt noch mal ein richtig schöner Abschluss hier durch das Ilsetal zurück. Richtig toll. Immer am Wasser entlang. Ja, damit ist unsere Tour für heute auch zu Ende. War eine schöne Runde. Wir waren beim Ilsestein, Pastanosterklippen, Dessenburg, dann den Ferdinandstein, Wolfsklippe und dann haben wir noch das Robert-Koch-Denkmal mitgenommen und sind über die Pissecke zurück runter nach der Plessenburg und von da aus runter ins Ilsetal.